Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen. Diese Verse aus Psalm 13 werden in diesen Tagen in Israel häufig gebetet. Wir werden im Laufe dieser Sendung noch darauf zurückkommen. Herzlich willkommen bei Fokus Jerusalem. Heute haben wir diese Themen für Sie. Vorbildlich, Hilfe für Witwen und Waisen. Notwendig, neue Bäume in der Wüste. Biblischer Impuls von Pfarrer Johannes Luitle, Laubhütten. Wir beginnen aber mit einem Blick auf das aktuelle Geschehen im Heiligen Land. Hier die Meldungen der Woche. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die israelische Luftwaffe hat auf den Angriff des Iran geantwortet. Kampfflugzeuge bombardierten Waffenfabriken und Luftüberwachungssysteme, auch in der Nähe der Hauptstadt Teheran. Der nächtliche Einsatz wurde vom Armeechef Herzi Halevi und dem Kommandeur der Luftwaffe Thoma Bar von einer unterirdischen Kommandozentrale aus geleitet. Nach Angaben des Militärs waren Dutzende von Flugzeugen der israelischen Luftwaffe, darunter Kampfjets, Tankflugzeuge und Spionageflugzeuge, an den Angriffen in einer Entfernung von 1600 Kilometern beteiligt. Die USA sprachen von einer gezielten und verhältnismäßigen Reaktion auf frühere Angriffe Teherans. Von Seiten der israelischen Regierung hieß es, auf einen erneuten iranischen Angriff werde man wesentlich härter reagieren. Dann könnten auch die iranischen Ölraffinerien und die Nuklearanlagen zu Zielen werden. Ein Lastwagen ist in der Nähe von Tel Aviv in eine Bushaltestelle gerast. Ein 72-jähriger Mann wurde getötet. Es gab rund 40 Verletzte. Mehrere Menschen wurden unter dem Schwerfahrzeug eingeklemmt. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Der Lastwagenfahrer wurde von einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Israelische Medien berichteten, dass es sich um einen Araber aus Zentralisrael handelte. Die Hamas veröffentlichte kurz nach dem Vorfall eine Erklärung, in der sie den heldenhaften Ram-Angriff lobte. Bei vielen Verletzten handelt es sich um ältere Israelis, die ein nahegelegenes Museum besuchen wollten. Dort fand eine Veranstaltung zum Nationalen Gedenktag für die Opfer des Massakers vom 7. Oktober statt. Die ehemalige israelische Geisel Amit Susanna hat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von den sexuellen Übergriffen berichtet, denen sie in der Gefangenschaft der Hamas ausgesetzt war. Die 40-jährige Rechtsanwältin schilderte, wie sie aus ihrem brennenden Haus in den Gazastreifen geschleppt und auf dem Weg dorthin schwer verprügelt wurde. Sie sei danach gefangen gehalten worden, allein am Knöchel mit einer Metallkette gefesselt. Sie musste um Erlaubnis bitten, um auf die Toilette zu gehen. In dem Haus habe sie der Hamas-Terrorist, der sie bewachte, sexuell missbraucht. Später sei sie gefoltert, kopfüber aufgehängt, geschlagen und gedemütigt worden. Amit Susanna kam nach 55 Tagen durch ein Geiselabkommen frei. Sie forderte den Sicherheitsrat auf, die Augen nicht vor den Gräueltaten zu verschließen. Eine Frau, die vor einem Restaurant in New Jersey griechische Flaggen abriss, weil sie sie für israelische hielt, muss sich im Dezember vor Gericht verantworten. Die 23-Jährige hatte ein Video ihrer Tat veröffentlicht. Der Beitrag erreichte 4,5 Millionen Aufrufe auf TikTok und weitere Millionen auf anderen Plattformen. Zu sehen ist, wie die Aktivistin "Befreit Palästina" ruft und von Völkermord spricht. Ein Beschäftigter des Restaurants macht die Frau darauf aufmerksam, dass die Flaggen nicht israelisch, sondern griechisch seien. Mein Fehler, räumt die Täterin daraufhin ein. Es sehe aus wie Israel. Ein Sprecher der örtlichen Polizei erklärte, man werde keine Form von Belästigung und Diskriminierung tolerieren. Und hier noch die Wetteraussichten. Es bleibt sonnig und trocken. Mit Höchsttemperaturen von rund 20 Grad in Jerusalem ist es aber deutlich kühler als zuvor. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit. Der Krieg hat zahlreiche israelische Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Halbwaisen gemacht. Allein im Gazastreifen sind über 350 Soldaten getötet worden. Für die Angehörigen der Kriegsopfer sorgt der Staat. Aber was ist mit den Frauen, die ihren Ehemann durch eine Krankheit oder einen Arbeitsunfall verloren haben?
Sie stehen viel weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit und bleiben häufig auf sich allein gestellt. Um sie kümmert sich eine neue Initiative in Jerusalem. Eine wesentliche Rolle spielt dabei ein ehemaliger Knesset-Abgeordneter, der selbst Witwer ist. Es ist viel los im Garten von Familie Glick in Jerusalem. Es wird gekocht und geredet, Kinder spielen, im Hintergrund läuft Musik. Was wie eine Party aussieht, ist tatsächlich ein Angebot für Witwen, Witwer und Waisenkinder. Hausherr Yehuda Glick ist in ganz Israel bekannt. Er war Abgeordneter im Parlament, der Knesset. Dort setzte er sich dafür ein, dass Angehörige aller Religionen auf dem Jerusalemer Tempelberg beten dürfen. Ein islamistischer Fanatiker hat ihn deshalb mehrfach in die Brust geschossen. Glick überlebte nur knapp. Er hat selbst seine Frau verloren, aber als Witwer ein neues Glück gefunden. Er ist jetzt mit Hadass verheiratet, die zuvor Witwe war. Sie haben sich kennengelernt, als sie ihn in der Knesset um Unterstützung für ihr Hilfsprojekt bat. Nun haben sie als Ehepaar eine neue Aufgabe. Es ist wie bei meinem Einsatz für den Berg Zion, den Berg Gottes. Der ist ja nicht nur für das jüdische Volk, sondern es geht um eine zentrale biblische Botschaft an die ganze Welt. Wir verkünden Gottes Königreich. Das bedeutet, es geht um verschiedene Werte. Einer der grundlegenden Werte der Bibel ist die Familie. Und hier, das ist eine Familie. Yehudas Frau Hadass kocht heute für die Gäste. Sie hat selbst erlebt, welche Wunden der Tod eines geliebten Menschen verursacht. Dieser Ort hier ist ein Ergebnis der Wut, von großer Wut, die ich in mir hatte. Ich war selbst eine Witwe mit 4 kleinen Kindern. Ich war damals 29 Jahre alt. Mein ältestes Kind war 7 Jahre, das jüngste erst 7 Monate alt. Ich hatte eine wunderbare Familie und wunderbare Nachbarn. Sie waren wirklich erstaunlich, so gute Menschen, die besten, die man sich nur wünschen kann. Aber es fehlte eben etwas. Niemand wusste, wie man mit mir umgehen soll und wie man mir helfen kann. Damals, zur Zeit der zweiten Intifada und unzähliger Terroranschläge, habe sich der Staat um die Hinterbliebenen der Gewaltopfer gekümmert. Ihr Mann sei jedoch nach einem Herzanfall gestorben. Das sei damals der falsche Grund gewesen. Und sie habe sich als Witwe zweiter Klasse gefühlt. Sie nahm Kontakt zu anderen nicht privilegierten Witwen auf und stellte fest, dass sie dieselben Probleme hatten. Dann suchte sie nach einer Hilfsorganisation für die Nicht-Kriegswitwen und fand keine. So entschloss sie sich 2015, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und auch Witwer mit einzubeziehen. Sie bot Treffen an. Am Anfang kamen 50 Frauen und 5 Männer. Damit war der Grundstein für die Organisation Amit Sim gelegt. Als der Herr die Menschen erschuf, erschuf er Frauen und Männer. Ihre Aufgabe war es, Kinder zur Welt zu bringen. Und sie sollten eine Quelle des Segens für ihre Kinder sein. Ein Kind braucht 2 Eltern, einen Vater und eine Mutter. Wenn ein Kind in einem sehr jungen Alter ein Elternteil verliert, können wir das nicht ersetzen. Aber wir können das andere Elternteil stärken. Ein Haus besteht aus Vater und Mutter. Sie lehnen aneinander. Das macht ihre Stärke aus. Wenn ein Teil stürzt, kann das andere auch stürzen. Wir wollen nicht, dass das passiert. Deshalb stärken wir das Haus. Die Glicks legen Wert darauf, dass weder Eltern noch Kinder alleine zum Treffen kommen, sondern immer die ganze Familie. Sie kann dann ihre Batterien aufladen. Es gibt kein festes Programm. Stattdessen soll es wie ein Besuch bei den Großeltern sein. Freiwillige Helferinnen und Helfer kümmern sich um die Kinder, um die Väter und Mütter zu entlasten. Die sind als Alleinstehende meist rund um die Uhr für ihre Kinder da. Es gehe nicht darum, Armut zu bekämpfen. Die meisten Witwer und Witwen sind nicht arm, erklärt Yehuda Glick. Vielmehr gehe es darum, ihren Einsatz zu würdigen. Eine der Witwen, die regelmäßig zu den Treffen von Amit Sim kommt, ist Maital Haya Haziza. Die 48-jährige Mutter von 2 Söhnen trauert um ihren Mann, der vor 2 Jahren an Krebs gestorben ist. Ich kam zum ersten Mal hierher an einem Tag, an dem ich völlig durcheinander war. Ich habe geschrien und gebrüllt und geweint. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Da habe ich in das Navigationssystem nur das Wort Witwen eingegeben und es hat mich hierher geführt.
Hier habe man sie mit offenen Armen empfangen, ihr Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt. Seither komme sie mit ihrem kleinen Sohn jeden Donnerstag und sie seien beide hier sehr glücklich. Amit Sim sieht sich als offizielle Vertretung der Witwen und Waisen in Israel. Mittlerweile hat die Organisation Kontakt zu 17.000 Witwen und Witwen und 30.000 Waisenkindern, von Elat im Süden bis zu den Golanhöhen im Norden. Yehuda Glick und seine Frau setzen sich für sie ein, im Parlament, bei Ministerien und Behörden. We don't receive support from the government. So who supports us? Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung von der Regierung. Wer fördert uns? Zunächst müssen Sie wissen, dass meine Frau und ich hier zu 100% als Ehrenamtliche tätig sind. Wir bekommen kein Gehalt, nicht einen Cent. Das größte Wunder, das Gott für uns getan hat, alles, was wir hier anbieten, beruht auf Spenden von Privatpersonen, von Kirchen und Gemeinschaften aus aller Welt, Juden und Christen. Für die Glicks gibt es eine andere Art der Belohnung. Sie freuen sich mit, wenn Witwen, Witwer und deren Kinder bei den Treffen wieder lernen zu lachen und sich wohlzufühlen. Israel wird grün. Aus kargen Wüstenlandschaften entstehen lebendige Wälder. Dafür sorgt vor allem der jüdische Nationalfonds mit seiner legendären Aufforstungsarbeit. Die begann schon im Jahr 1908, lange vor der Staatsgründung. Seither wurden rund 240 Millionen Bäume gepflanzt. Darunter Terebinten, Zedern, Eichen, Johannisbrotbäume, Pinien, Kiefern und Zypressen. Aber im Süden Israels waren die jungen Bäume zuletzt besonders gefährdet. Was dagegen unternommen wird, erläutert uns Johannes Guagnin vom Jüdischen Nationalfonds. Israel kämpft gegen die Wüste. Weltweit wachsen die sandigen, öden Flächen, aber nicht im Heiligen Land. Der Staat bemüht sich, landwirtschaftliche Flächen zu entwickeln und die Umwelt zu schützen. Eine herausfordernde Aufgabe, die durch über ein Jahr Krieg deutlich erschwert wurde. Johannes Guanin, Leiter der Abteilung für Bodenschutz beim Jüdischen Nationalfonds, zeigt im Grenzgebiet zum Gazastreifen, was jetzt getan werden muss. Wir hatten seit dem 7. Oktober sehr viele Angriffe durch Raketen auf israelisches Staatsgebiet. Das hat sehr viele Waldbrände verursacht. Andererseits auch wurden hier im Umfeld des Gazastreifens, und wir befinden uns hier beim Kibbutz Magen, ungefähr 5 Kilometer entfernt vom Gazastreifen, von der Grenze zum Gazastreifen und der Stadt Khan Yunis. Hier und entlang des ganzen Gazastreifens haben sich die israelischen Streitkräfte gesammelt, um dann in den Gazastreifen hineinzugehen, um die Hamas zu stürzen und die Geiseln zu befreien. Und das natürlich mit schweren Maschinen, mit Panzern, mit großen Planierrauben und dem ganzen Gerät, das die Armee benötigt für ihre Aufgabe. Für die Vegetation ist es im Süden Israels generell schwierig. Trockene Winter und die Feuer haben die Natur stark in Mitleidenschaft gezogen. Johannes Guanin zeigt jedoch auch die unbeabsichtigten Schäden, die durch die Armeeeinsätze entstanden sind. Genau, was wir hier jetzt sehen, ist, wir sehen noch die Spuren von den Ketten, von den Panzern. Und wie die hier alles umgewühlt haben, also richtig hier diese Dämme aufgeschüttet, andererseits Rillen reingemacht. Und das ist ja das Problem, wenn es jetzt regnet, wird sich das Wasser in den Rillen sammeln und das noch verschärfen. Das heißt, wird sich ein kleiner Bach bilden, wir haben hier manchmal starke Niederschläge, mehr Erde wird bewegt auf eine Art und Weise, wie wir das nicht wollen. Die israelischen Panzer werden nicht nur von der Hamas gefürchtet, sondern auch von den Forstspezialisten. Das war mal ein Ast, der hier am Baum war. Und man sehen hier noch die Spuren, das heißt, wir wissen, wer der Täter war. Wir sehen hier die Kettenspuren von dem Panzer. Wenn er hier einmal vorbeifährt, dann ist der halbe Baum schon zerstört. Die Wunden sind auch Eintrittspunkte für Viren oder für Pilze oder was den Baum nicht alles schädigt. Und den Baum, den werden meine Mitarbeiter nächste Woche erstmal rausziehen.
Johannes Guanin ist sich bewusst, dass vor ihm und dem jüdischen Nationalfonds eine gewaltige Herausforderung liegt. Und das nicht nur im Süden. Im Norden Israels wurden seit dem 7. Oktober 2023 über 34.000 Hektar Wald und Natur zerstört. Er schätzt, dass es bis zu 20 Jahre dauern könnte, bis die Wunden geheilt sind. Dennoch gibt er sich kämpferisch. Die Wälder, die verbrennen, werden wir wieder aufpflanzen. Und nach jedes Mal, nachdem hier etwas verbrennt, werden wir wiederkommen und werden wieder aufpflanzen. Wir haben einen sehr, sehr langen Atem und wir werden diese Wälder hier wieder aufpflanzen und zuschauen, wie sie wachsen und der Bevölkerung hier Schatten und Rückzugsraum geben. Israel hat es schon einmal geschafft, diese Wüste zu begrünen. Und sie sind fest entschlossen, es mit Gottes Hilfe erneut zu schaffen. In Israel ist vor wenigen Tagen das Laubhüttenfest zu Ende gegangen, eines der großen jüdischen Feste, die in der Bibel beschrieben werden. Sukkot, wie es auf Hebräisch heißt, ist eigentlich eine fröhliche Veranstaltung. In den Laubhütten und in der Natur wird gegessen, getrunken, gebetet und gefeiert. Aber in diesem Jahr war die Freude getrübt. Um das Feiern, um Leid und Trost geht es nun im biblischen Impuls von Pfarrer Johannes Luitle. Jedes Jahr im Herbst feiern Juden auf der ganzen Welt das Laubhüttenfest, Sukkot genannt. 7 Tage lang sind jüdische Menschen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Häuschen. Das Leben spielt sich draußen ab, in der Laubhütte wird gegessen, gefeiert und auch geschlafen. Das neue Wohnzimmer ist mit Zweigen und Blättern bedeckt, sodass man tagsüber Schatten hat und nachts die Sterne funkeln sieht. In dieser Zeit gehen die Gläubigen mit ihrem Feststrauß in die Synagoge und dabei singen sie in den Gebetshäusern unter anderem Worte aus Psalm 118, Vers 25. Anna Adonai Hoshiana, o Herr, hilf, o Herr, rette. Vor 2000 Jahren, als der Tempel noch in Jerusalem stand, war an Sukkot erst recht der Bär los, wie man so schön sagt. Jeden Abend versammelten sich Zehntausende von Festpilgern im Vorhof der Frauen. Zahlreiche große Leuchter aus Gold erleuchteten den Tempel und die Stadt. Die Leviten, Mitarbeiter am Tempel, die spielten auf Flöten, Trompeten und Harfen. Die Gelehrten tanzten und jonglierten mit Fackeln und begeisterten die Festbesucher. Nach dem ersten Hahnenschrei am frühen Morgen stießen dann 2 Priester in die Schofarhörner und alles Volk verstummte für einen Augenblick. Nun folgte eine Prozession, bei der Wasser aus dem Stadtteich Siloa geschöpft wurde. Und dieses Wasser trugen die Priester in goldenen Schalen zum Tempel hinauf. Und sie schütteten es zusammen mit dem Opferwein über die Hörner des Altars. Das Volk sah begeistert zu und jubelte während der ganzen Zeremonie. Die Freude, die war so groß, dass die Weisen Israels den Spruch prägten: Wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, der weiß überhaupt nicht, was Freude ist. Am 7. Tag dann der Höhepunkt an Hoshaana Rabbah. Die Festpilger zogen 7-mal um den Altar des Tempels und dabei riefen sie laut Hoshiana. Sie baten Gott um ein gnädiges Urteil über ihr Leben und dass er ihnen nach der langen Trockenzeit Wasser schenken möge. Auch heute noch wird am letzten Festtag ausgiebig gefeiert, um dann am 8. Tag auszuruhen. Im letzten Jahr war die Ruhe an diesem Tag zerstört. Zerstört bis heute. Nur wenige Stunden nach der Festwoche machten sich frühmorgens Mörder aus dem Gazastreifen auf den Weg nach Israel. Dabei ermordeten sie rund 1200 Menschen und nahmen über 250 Geiseln in den Gazastreifen mit hinein. Inzwischen ist über ein Jahr vergangen und immer noch quälen die Fragen: Warum dieses Massaker?
Warum direkt nach dem Laubhüttenfest? Warum hat der ewige Israel nicht gerettet? Warum so viel Hass und Gewalt? Warum kein Frieden in Aussicht? Ja, wir sind sprachlos. Und doch wollen, ja müssen wir sprechen, widersprechen. So oft fehlen uns die Worte. Aber wie gut, dass wir uns Worte aus dem Psalmen leihen dürfen. Psalm 13 ist solch ein Psalm, der ganz viel von dem aufgreift, was wir seit diesem Jahr empfinden. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du noch von mir dich abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Dies ist mein Gebet geworden. Und immer wieder finde ich in diesen Worten Worte des Trostes, auch in meinem kleinen Leid oder dann, wenn ich in diese große Welt hineinschaue und nach Israel. Ich wünsche Ihnen, dass Sie behütet bleiben unter Gottes Shalom. Die Situation in Israel ist verfahren. Juden und Palästinenser stehen sich so misstrauisch gegenüber wie noch nie. 66% der jüdischen Israelis und 61% der Palästinenser glauben, die andere Seite wolle einen Völkermord an ihnen begehen. Darüber hinaus sagen rekordverdächtige 94% der Palästinenser und 86% der Israelis, dass man der anderen Seite nicht trauen kann. Das sind die Ergebnisse einer neuen Umfrage. Offenbar kann nur ein übernatürliches Eingreifen Gottes grundlegende Veränderung schaffen. Dafür beten im Heiligen Land viele Gläubige. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen, um Fokus Jerusalem auch in Zukunft in gewohnter Qualität produzieren zu können. Wir vertrauen auf die Kraft des Gebetes und auf Ihre Unterstützung. Fokus Jerusalem TV zeigt, was der allmächtige Gott in Israel tut, damals wie heute. Wir berichten möglichst neutral über aktuelle Ereignisse in Israel, beleuchten den Konflikt und stellen Menschen vor, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen. Wir präsentieren zudem Woche für Woche faszinierende Natur, touristische Höhepunkte und jüdische Feste. Bitte helfen Sie mit, damit möglichst viele Menschen einen neuen Blick auf das Heilige Land und seinen Messias bekommen. Unser Spendenkonto: Fokus Jerusalem GmbH. IBAN DE 90 6005 0101 0400 0500 07. Wir danken Ihnen herzlich für alle Unterstützung durch Gebete und Spenden. Wir hoffen, dass Sie nächste Woche zur selben Zeit wieder Fokus Jerusalem einschalten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Für heute verabschieden wir uns mit Aufnahmen vom Nisanim-Strand, der zwischen den Städten Aschkelon und Aschdod im Süden Israels liegt. Dort geht die Badesaison erst jetzt zu Ende. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und Frieden. Auf Wiedersehen.
und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Aufruf einer Mutter, ihr Sohn ist in Gaza gefallen. Kritik eines Apothekers, Cannabis wird zu wenig genutzt. Und biblischer Impuls von Heiko Bräuning, Selah, Pause und nochmal.